So, liebe Freunde, hier sind wir wieder bei Let's Play Assassin's Creed 2 in San Gimignano. Und ja, ich habe mir schon mal das Assassinengrab hier markiert auf der Karte. Das, was jetzt hier auf der Minimap gleich nebenan ist. Da gehen wir jetzt mal hin und schauen uns das Ganze natürlich an. Und ja, kassieren da hoffentlich ein weiteres Siegel für das Assassinengrab in der Villa in Monteriggioni, wo wir dann eben die Rüstung von Altair bekommen. So, wo geht's hier überhaupt rein? Das ist die Frage. Ich dachte, der Eingang wäre oben gewesen, aber das scheint wohl nicht so. Gut, dann einmal wieder runter natürlich. Dann muss er irgendwo hier sein. Ah, hier. Gut, dann mal rein da. Immer schön rein in die gute Stube. Das Geheimnis des Torre Grossa. Den Torre Grossa infiltrieren und das darin versteckte Assassinensiegel finden. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal die Leiter nach oben, weil das dürfte, glaube ich, so richtig sein. Oder auch nicht. Gut, hier sind wir natürlich auch im Status gesucht, weil hier dürfen wir ja eigentlich gar nicht hin, aber naja. Irgendwie bin ich gerade überfordert. Moment, das schauen wir uns nochmal genauer an. Es kann doch nicht sein, dass ich hier schon versage. Wir müssen auf jeden Fall da an die Seiten irgendwie hinkommen. Ach, so geht's. Okay. Die Leiter ist anscheinend für gar nichts zu gebrauchen. Das heißt, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir ja schon drüben angekommen. Hier ist auch der Hebel für die Tür und das war's dann auch schon wieder. So, da vorne ist schon der erste Wächter. Moment. Wir haben noch ein Wurfmesser. Ach gut. Ist wie so ein kleiner Hindernisparcours. Da können wir die Wächter gut genug ausschalten. Das passt. Man muss natürlich nur aufpassen, dass sie uns nicht sehen. Den Weinkeller verlassen. Er ist mir bekannt. Oh oh. Verdammt. So, der ist besiegt. Noch mit dem Wurfmesser natürlich. Okay, sonst hat uns niemand gesehen. Nee, noch wirklich niemand. Hier ist aber irgendwo noch jemand. Moment. Und der ist auch besiegt. Wunderbar. So, dann klettern wir mal gleich wieder nach oben, damit uns der da hinten nicht sieht. Ach, verdammt. Schön von zwei Stück gesehen worden. Gut, erstmal Waffe abnehmen und natürlich töten. Ist doch logisch. Naja gut, dann gehen wir das jetzt mal etwas ruhiger an, wenn wir hier wieder ein paar Gegner auf der Karte sehen, aber noch ist es noch nicht so weit. Ich würde sagen, es geht da lang. So, dann hier natürlich nach oben und darüber, okay. Ach ja, hier sind wir richtig, auf jeden Fall. Mal wieder ein weiteres kleines Rätsel gelöst. Auch wenn die in Assassin's Creed natürlich nicht so schwer sind, aber naja, manchmal musste ich schon überlegen, als ich das noch gezockt habe, als ich es noch gar nicht kannte. Da ist das gar nicht so leicht. So, hier ist schon wieder irgendwo einer. Ein weiterer Wächter, der auf seinen Tod natürlich wartet. So, Moment, den holen wir uns. Gut, diesmal aber unentdeckt. Wenigstens einmal, das muss doch sein. Gut, hier rüber, dann darüber.
Und so haben wir den Weinkeller auch schon verlassen. Durch die Bibliothekshalle gehen. Na super. Hier gibt es auf jeden Fall viele Gegner. Und der wartet hier schon so gespannt auf uns. So, da hinten kommt gleich noch ein weiterer. Naja, wir müssen aber durch die Tür hier gehen. So, der ist besiegt. Okay. Warum die Kapuze? Was versteckt er? Ich verstecke gar nichts. Laju, da ist er! Auf ihn! So, der ist besiegt. Gut, das war zwar natürlich nicht unentdeckt, aber egal. Jetzt müssen wir nur noch an diesen Dicken da hinten ankommen. Oder hinkommen, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. So, einmal so und... Jawohl. Gut, die untere Etage ist somit frei, glaube ich. Das heißt, es geht erst weiter, wenn wir weiter oben angekommen sind. Na gut, das heißt, wir müssen einmal darüber. Dann hierüber und das war's, glaube ich, schon wieder. So, den holen wir uns natürlich so. Ach, die wechseln sich ab. Na gut. Dann folgen wir natürlich dem hier. Oder nee. Ah, jetzt gehen beide in die Richtung. Na gut. Und jetzt. Jetzt aber schnell. Ah, verdammt. Ey. Verdammte Scheiße. Schlägst du durch Wände oder was? Was ist denn mit dir los? Na gut, dann einmal wieder... Oh, der hat sich runterfallen lassen. Packt ihn! Danato, wir verlieren ihn! Da ist er! Ach, Mann! Komm schon, greif mich an, dann nehme ich dir deine Waffe ab. Oder auch nicht. Ach, nochmal, komm, eine Chance gib mir noch. Alle guten Dinge sind drei und das dritte war auch das gute Ding. Denn er hat eine Klinge in seinem... Oberkörper oder in seinen Hals bekommen. Und jetzt schaffe ich es nicht mehr da hoch. Na toll. Super, Wächter, dass ihr mich runtergestoßen habt. Das hilft mir echt weiter. Naja, jetzt sind wir ja wieder oben angekommen. Das heißt, einmal hier hin und dann. Gibt's hier eigentlich was? Vielleicht eine Truhe oder so? Nein, leider nicht. Ach, wir müssen sowieso hier hin. Okay. Denn jetzt müssen wir dahin. Und dann hierüber auf die Kronleuchter natürlich. Ich komme mir vor wie der Glöckner von Notre Dame. Notre Dame, nicht Notre Dame, was ich schon wieder sag für einen Scheiß. Und jetzt wären Wurfmesser natürlich gut, aber da haben wir leider keine mehr. So, jetzt schnell rüber. Und jawohl. Jetzt warten wir einfach kurz. Und bye bye, einen schönen Tod noch. Danke fürs Vorbeikommen. Ach ja. Das baut mal wieder Stimmung auf. Hier sind zwei Wächter und ja, es geht ewig weit nach oben. Wir müssen nun den Turm erklimmen. Ja, war doch klar. Gut, dann würde ich sagen, zack, zack, zack. Und hier geht's gleich weiter. Wo ist denn jetzt der erste Wächter eigentlich? Ich glaube direkt über uns hier, oder? Ich glaube ja. Na gut, der wird auf jeden Fall nicht mehr lange überleben. So, hier warten wir jetzt. Oder nee, warten wir nicht. Natürlich machen wir es einfach so und jawohl ja. Der erste ist besiegt. Und der nächste ist dann da oben irgendwo.
Nee, hier noch nicht. Noch eins weiter oben, okay. Aber ich sehe auf der Karte gerade noch einen weiteren Wächter. Das heißt, es gibt drei Wächter. Habe ich jetzt nicht gescheit aufgepasst oder was war los? Gerade guckt niemand, oder? Nee, gerade ist es eben schlecht. Gerade sollte ich das eben nicht machen. Ja toll, der bleibt jetzt genau hier stehen. Aber so... Was tut ihr da? Oh, nein. Oh jawoll. Beide erwischt auf einmal. Einer hat uns zwar noch entdeckt, aber das macht nichts. Wir sind auf jeden Fall erfolgreich noch aus der Schlinge gekommen von den beiden. Ich mag das ja immer gerne, dieses, wenn man sich... Oder wenn man es halt schafft, dass man unentdeckt bleibt, das hat irgendwie so einen kleinen Reiz, aber klappt natürlich sehr selten bei mir. Ich weiß nicht, ich schaffe das irgendwie nie, aber naja, ist ja auch egal. So, das war falsch, denn wir müssen hier entlang und dann hier einfach nur noch nach oben klettern und das dürfte es dann auch schon wieder gewesen sein für das Grab. Hier geht's glaube ich lang, oder? Schaut so aus, schaut so aus. Und jetzt hier nach oben und... Ja, wir sind angekommen. Das Grab von... Von wem? Von wem ist das nochmal? Ach, das wird uns dann gesagt, wenn wir das Siegel aus der... Aus dem Grab genommen haben. Oder aus dem Sarkophag, wie auch immer. Ihr wisst, was gemeint ist. Gut, nur noch die Truhe öffnen und... Das dürften alle gewesen sein. Das heißt, jetzt geht's ab zum Sarkophag. Durch die Dachluke entkommen und... Siegel von Wai Yu war das. Das war doch der Japaner, oder? Oder Chinese, wie auch immer. Naja... Entkommen wir mal aus der Dachluke. Wir sehen hier voll die Grabschände und so, das geht ja mal gar nicht. 1250 Florin bekommen, das ist auch gut. Und ja, das heißt, wir brauchen nur noch drei weitere Gräber. Dann haben wir die Rüstung von Altair endlich in unseren Händen, aber... Naja, mal schauen, wo die drei Gräber denn noch so sind. Wo sie sich denn versteckt halten auf der Welt. So, am Turm natürlich rausgekommen, geht's hier auch gleich wieder weiter. Und zwar, wie kommen wir am besten hier runter? Ah, von hier. Das ist doch der perfekte Punkt. Einmal runter und das war's. Santa Maria Assunta, was ist denn das? Aha, aha, aha. Mal wieder was zum Lesen für euch. Viel Spaß. Gut, wir wollen uns natürlich nochmal die Karte anschauen. Wir klimmen jetzt einfach mal diesen Aussichtspunkt, machen dieses Mal ein paar kleine Nebenaufgaben noch. Denn die Zeit ist ja schon gleich wieder um. Das heißt, ich würde sagen, wir klettern einfach nur noch auf den Aussichtspunkt und das, dann war es das auch schon wieder für diesen Part. Vollkommen falsch hochgegangen. Na toll. Und hier ist eine Feder. Na wow, die hole ich mir doch gleich mal. 8 von 100 Federn gesammelt. Na, da haben wir noch viel zu tun. So, jetzt noch darüber und hin noch einmal und dann nur noch nach oben. Oh nee, doch nicht. Noch einmal auf die Seite. Ach komm, das hätte er ja doch noch geschafft, oder? Na, geht doch. Der liebe Ezio macht schon schlapp, oder was? Naja gut, einmal synchronisieren und dann war's das auch für diesen Part.
Und damit sehen wir uns dann im nächsten Part wieder von Let's Play Assassin's Creed 2. Bis dahin und ja, haut rein!